Ich weiß ja nicht. Haben wir dieses Mal ein bisschen übertrieben? Ich habe hier eins, ich habe hier zwei, ich habe hier Nummer drei. Ja, alles irgendwie Switche. Steht auf allen drauf irgendwie Cloud, Router, Switche. Warte, es wird laut. Cloud, Router, Switche und ich zeige sie euch direkt mal, damit ihr auch wirklich was seht, worüber wir reden. Den einen kennt ihr schon, der eine ist schon eingebaut bei mir und da läuft Switch OS drauf. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier noch einen von dem CRS 326 mit den 1G-Ports und mit den zwei SFP Plus Ports, damit wir halt eben auch ein bisschen 10G haben. Aber um den hier geht es eigentlich gar nicht. Den habe ich noch zusätzlich organisiert, weil wir natürlich früher oder später jetzt in den nächsten HomeLab-Projekten einfach deutlich mehr 1G-Ports brauchen für Management und so weiter und so weiter. Viel interessanter ist natürlich der Kollege hier unten drunter. Ich stelle den erstmal kurz beiseite. Schutzfolie beiseite. Was haben wir hier? Ja, wir haben hier, wenn ich jetzt mal ganz schnell rechne, 24 mal SFP Plus, also 10G Plus, zweimal, wo sind es da? Zweimal QSFP. Rein theoretisch ist ein QSFP-Slot 4x 10G. Wir können jetzt sagen, einfach 40G. In den meisten Fällen hat man dann doch irgendwie Breakout-Kabel, ne, wo dann ein so ein 40G QSFP Plus-Port sich aufsplittet in vier kleine Adern A, 10 Gigabit. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hiermit ganz gut gerüstet. Ihr seht euch ja soweit immer ganz gerne mal an. In der Kiste ist halt eben oder sind halt eben auch direkt zwei, ich nenne es jetzt mal Power Supplies verbaut und drei Lüfter. Große Frage, die ihr euch immer wieder stellt, ja, wie hört sich das Ding nämlich an, wenn das dann mal in Betrieb ist? Wir gucken uns das gleich natürlich an. Ich kann euch sagen, gar nicht. Ich hatte jetzt mal so zwei, drei Ports laufen. Der Lüfter geht an, ja, oder alle drei Lüfter gehen im Endeffekt irgendwann mal an. Allerdings, ja, für eine Minute und dann sind die auch wieder 15 Minuten aus. Ich kann euch erst mehr zur Lüftersteuerung sagen, wenn natürlich ein bisschen mehr Dampf dran hängt, aber jetzt aktuell ist halt eben noch nicht viel dran. So, aufgeschraubt habe ich die Kiste auch nicht, aber ich glaube, auf der Webseite gibt es zumindest ein paar, ja, Fotos davon. Was wollte ich euch jetzt zeigen? Erstens, auf die Kisten kommt jetzt kein SwitchOS mehr drauf, sondern auf die Kisten kommt ein Router OS drauf. Warum Router OS? Weil wir einfach dann Intelligenz haben und wir können trotzdem mit volle Power switchen. Ich glaube, der untere Kollege hier, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig, ich blende es euch einfach mal hier ein. Weiß nicht, 100 oder 300 Gigabit oder irgendwie sowas hat der Switching Power. Also mit Switching werden wir auf jeden Fall zurechtkommen. Routing können die zwar, aber mehr als ein Gigabit oder sowas geht da nicht. Es sind Switche, ne? Ganz wichtig. Es sind Switche, es sind keine Router. So, was zeige ich euch jetzt? Ich habe ein paar Stunden und mit Hilfe der Community damit verbracht, dieses scheiß Router OS zu konfigurieren, um Folgendes zu tun. Ich habe natürlich alles hier liegen. So, ich habe nämlich über den 24, also ich habe die jetzt, wollte die kaskadieren, zusammenschalten. Das heißt, über den 24er Switch, jetzt ist ja einfach nur zur Testweise, indem man das Ganze mal versteht, wollte ich nämlich über den Port 24, das ist hier mein Uplink-Port zu meinem Switch hier am PC, wollte ich einfach, das ist sozusagen meine Eingangsleitung, wollte ich dann einfach eine Kaskadierung machen, dass ich jetzt hier ein Breakout-Kabel habe, über den SFP Plus Port 1, falsch rum natürlich wie immer, plupp, auf den Port 1 unten von, oh Gott, ist das alles weit weg und ich sehe das alles wieder nicht. Zack. Vom 24er. So baue ich das jetzt hier auf. Ich schließe jetzt gleich nur eben Strom an und dann sehen wir uns bei mir am PC wieder. Also eine einfache Kaskadierung. Das ist hier der Eingang. Dann geht es halt eben rüber zum zweiten und ich kann jetzt auch mittlerweile beide dann auch schon über IP-Adresse erreichen. Wie, wo, was und wie kompliziert, zeige ich euch jetzt. Der erste Switch läuft schon mal. Ich werde jetzt extra für euch, damit ihr seht, damit das Ganze auch gut funktioniert, einfach mal ein Konsolenkabel einfach mal anschließen. Und da ist schon die Konsole offen. Und dann werde ich unten den 24S, also den mit 24 mal 10G, einfach mal ein bisschen Power geben. Ich rutsch mal rüber. So, er hat Power gekriegt. Aha, ihr seht schon, also 650 Megahertz, das ist nicht gerade viel. Press and the Key haben wir jetzt gerade einfach mal übersprungen. Ihr seht, der Boot, der ist wirklich rasend schnell. Das dauert vielleicht nicht mal ein Minütchen und dann ist die Kiste wirklich da. Ich glaube, Starting Services dauert jetzt so 20 Sekunden und dann ist die Kiste halt eben gebootet. Im Hintergrund, ja, leider, es ist, glaube ich, sehr, sehr klein. Ich glaube, ich kann es hier irgendwie größer machen. Seht ihr schon, er hat den 24G mit der IP-Adresse 205. Das ist der auch, das erkennt ihr schon anhand von der Version 2.13. Das ist hier mit meinem Switch OS. Und jetzt gerade eben hier der
Der unten drunter, der 2031, ist jetzt hier der erste kaskadierende 24x1G-Switch. Ne? Ihr seht auch, Uptime 1 Minute, also habe ich gerade angeschlossen. So, und hier, mal kurz Konsolenfenster, da seht ihr schon, Admin, mein gewähltes Passwort, und dann bin ich halt eben auch auf der Konsole drauf. Auch das ist natürlich jetzt der Vorteil, dass wir kein SwitchOS mehr nutzen, sondern das RouterOS. Wir haben halt eben eine vollständige Integration mit einer vernünftigen, kompletten CLI. Ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwas machen will, IP, Ethernet, ne, und so weiter, geht halt eben alles wunderbar. So, aber das ist eigentlich das, was ihr gar nicht sehen wollt. Was ihr sehen wollt, ist natürlich dieses RouterOS. Ich habe zwischendurch immer so leichte Anfälle. Aber fangen wir an. Wir gehen natürlich von vorne nach hinten durch. Erstmal der 24G. Ne, können wir uns einfach mal connecten. Und ihr seht auch, die haben IP-Adressen bekommen. Alles noch temporär, damit das alles irgendwie funktioniert. Ganz wichtig, auch ich musste erstmal lernen. Switching und so. Ich habe es eben 6-mal schon gesagt und ich sage es jetzt nochmal das 7. Mal. Das sind Switche. Da steht zwar so ein komisches Wörtchen drauf mit Router. Ja. Wir können die ja auch halt eben als Router benutzen, das ist keine Frage, aber die haben halt eben keine Routing-Power. Ne, das funktioniert schon, aber es ist einfach langsam. Ich weiß, ihr fragt euch jetzt, ist der eigentlich doof? Ich gucke es jetzt mal eben nach und ich zeige es euch. Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Hier oben sieht man ganz gut, das ist jetzt hier der 10x SFP Plus Switch, also der 24S. Ich glaube, der Unterschied ist, glaube ich, 24S 2Q, also 24 SFP Plus und 2Q wahrscheinlich für QSFP ist wahrscheinlich der Name, gehe ich mal von aus. Und RM ist wahrscheinlich, keine Ahnung, Router Model, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier seht ihr schon, Switching Result. Da Dingen kann in der normalsten Ausbaustufe jetzt mit einer Paketgröße von 1518 315 Gigabit würde ich jetzt sagen, in der Layer 2 Throughput, ne? Und in Layer 2 Capacity sind es halt eben 616. Wenn wir es jetzt hier unten mal gucken, wenn wir irgendwas routen oder bridgen oder sonst was, komische Namensgebung mit Bridging, aufgepasst, sehen wir halt, wir haben hier ja Mbit, 454 Mbit. Also noch nicht mal ein Gigabit. Also das Ding ist halt eben zum Routen einfach nicht gemacht. Jetzt werde ich gerade hier angerufen. Ne, doch nicht. Es ist mein Wecker. Es ist mein Wecker. Auf jeden Fall, das Ding ist halt eben für Switching gemacht und nicht für Routing. Trotzdem, wir können es halt eben als Router verwenden, weil wir das Router-OS da drauf haben. Und das ist auch gelinde gesagt gut so. So, ihr seht schon, hier ist eine Bridge. Und über die Bridge kann man halt eben die ganzen Ports miteinander schön brav verbinden, beziehungsweise hier werden sie dann natürlich dann ganz normal geswitcht. Und das war uns auch das große Problem, was mich hier die ganze Zeit immer so ein bisschen um die Ecke gebracht hat. Erstmal zu verstehen, ja, wie konfiguriere ich denn auf einem Router-OS einen Switch, der halt eben vielleicht auch per IP-Adresse erreichbar ist und mit WLANs umgehen kann und halt eben vielleicht auch, ihr habt es ja eben gesehen, mit dem Breakout-Kabel, nee, Entschuldigung, mit dem DAC-Kabel, was ich eben hatte, als Uplink-Port, wie ich das halt eben alles konfiguriere. Im Endeffekt war es nachher relativ einfach, wenn man es einmal dann verstanden hat. Also das Ganze läuft halt eben über eine Bridge. Ne, die Bridge muss halt eben irgendwie erstmal, das ist einfach eine einfache Bridge, und die Bridge muss halt eben konfiguriert werden mit den Ports, die sie halt eben bridgen soll. So, Ports. Und da seht ihr schon, man kann die einzelnen Ports hinzufügen. Und jetzt hier in dem Falle bei mir, der Port 24 ist hier einfach mein Uplink-Port. Haben wir ja gesagt, ne, der 24er-Port ist mein eingehender Port. Entschuldigung, mein SFP-Plus-Port hier mit dem 10G ist mein Uplink-Port zum nächsten Switch. So, und da haben wir halt eben die Möglichkeit, hier hinten bei Bridges, WLANs ganz normal zu sagen, okay, wo gehen wir denn jetzt über welchen Pfad was lang? In dem Falle jetzt, ich habe jetzt hier nur WLAN 20 momentan dran, seht ihr auch, der SFP Plus ist natürlich auch als Current Tech drin, der Ethernet 24, was mein Uplink-Port ist hier zu meinem Tisch-Switch, ist auch drin. Und ja, und dann wird es halt eben kompliziert. Wenn ihr halt eben die Bridge verfügbar machen wollt mit IP-Adresse und so weiter, muss das Ganze auch da rein. Und dann seht ihr schon oben im oberen Fenster bei den Interfacen, man muss ein entsprechendes WLAN anlegen. Das entsprechende WLAN wird auf das Interface der Bridge gelegt. Auf das Interface der Bridge gelegt. Und wenn man sich jetzt die IP-Adresse anguckt, wird die IP-Adresse wiederum aufs Client-Interface gelegt. Also verstehen so wirklich muss man es nicht unbedingt. Aber ich kann euch sagen, so hat die Konfiguration jetzt funktioniert und so komme ich sogar von Switch zu Switch über IP-Adresse natürlich auch auf die Kiste drauf.
Glaub mir, es hat mir wirklich Stunden meinen Nerv wieder geraubt, irgendwie das Ganze zu konfigurieren, damit wir da rankommen und der Switch als Switch fungiert. Ne? Also es, wenn man einmal weiß, wie es geht, ne, wenn man vielleicht irgendwo mal eine Anleitung findet und man findet eigentlich ziemlich viel Anleitung, dann funktioniert das Ganze ziemlich, ziemlich gut. Ne? Das Einzige, was wir natürlich jetzt noch irgendwie testen müssen, ist, funktioniert das Ganze wirklich mit der Performance so, wie wir es haben wollen? Denn eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und glaub mir, ich hatte wirklich über meine Discord-Community hier 1, 2, 3, 4 super Mikrotik-Experten dran, die mir dabei geholfen haben, das im Endeffekt einzurichten. Und auch das war holperig. Deswegen werden wir uns das Ganze natürlich irgendwie mal anschauen, wenn wir die Möglichkeit haben, ein bisschen Dampf zu machen. Denn so auf den Switchen können wir hier momentan nur Folgendes testen. Wenn wir hier hingehen, Bandwidth Test Server ist halt eben auch schon wieder eine Layer 3 Verbindung. Ich kann nämlich hier wirklich sagen Tools und dann Bandwidth Test und dann kann ich hier über IP-Adresse Layer 3, könnte ich halt eben einen Bandwidth Test machen. Habe ich aber schon getestet, da kommt nicht mehr raus als so 600 Mbit. Liegt aber auch daran, ne, habe ich euch ja eben gezeigt gehabt. Hier unten, wir haben halt eben, ja, auf Layer 3 so ein bisschen wenig Dampf. Wir können halt eben nur switchen. Genau. Kommen wir zum 24x10G SFP Plus Switch. Wir sagen einfach hier mal Disconnect. Und da oben ist der andere, der 24S. Klicken wir einfach drauf, sagen wir Connect. Ihr seht schon, das Ganze funktioniert auch wieder per MAC-Adresse wunderbar. Und ja, wir kommen halt eben hier auf dieses Router OS drauf. Und hier im Endeffekt alles genau dasselbe. Wir haben eine Bridge konfiguriert. In dem Fall ist es bei ihm natürlich der Eingangsport mit dem DAC-Kabel SFP Plus 1. Das können wir hier mit Sicherheit auch schön brav sehen. Da ist es SFP Plus 1, ist auf der Bridge drauf und unter den VLANs taucht das natürlich auch wieder auf Tagged auf. Das ist im Endeffekt nichts anderes als der Uplink-Port. Und auch da seht ihr wieder Bridge und Client konfiguriert, damit halt eben auch eine IP-Adresse auf der Bridge liegt, die wir ganz normal erreichen können. Für die, die es ein bisschen tiefer interessiert, natürlich, wenn wir eine IP-Adresse drauf haben, ab dem Zeitpunkt können wir natürlich auch Routen einrichten. Und auch das habe ich alles schon getan. Ich habe hier schon mal unter, ich glaube, System oder war da unter Tools? Ich weiß gar nicht, IP, da haben wir es, SNMP eingerichtet. Ich habe das Ganze nämlich schon mal ins Monitoring reingehoben. Und da muss ich wirklich sagen, da muss ich Mikrotik extremst loben. Ich bekomme im Monitoring wirklich von der Kiste alles angezeigt. Ich habe auch schon, wie ihr hier seht, mit einem ganz normalen LWL-Kabel OM3 einfach mal mit ganz normalen 10G SFP Plus Modulen LC-LC einfach mal die Verbindung aufgebaut und er zeigt mir sogar im Monitoring Dämpfungswerte an. Wie viel, also wie hoch ist der Dämpfungswert? Minus 2, irgendwas dB. Ne? Oder wie, nicht nur der Dämpfungswert, sondern auch der Empfangwert, weil wir haben ja immer eine Hin- und Rückleitung. Das Ganze funktioniert nämlich wirklich, wirklich gut und da liegt jetzt wirklich der Vorteil. Wir haben hier einfach Gerätschaften, die günstig sind. Ich rede jetzt mal nicht von dem 24-10G-Switch. Ich sage, falls euch einer fragt, der 24x10G kostet 450 Euro oder sowas. In etwa. Pi mal Daumen. Aber da kriegen wir halt eben schon einiges raus. Und das ist jetzt der Vorteil, den ich euch unbedingt aufzeigen möchte, auch wenn es auf den ersten Blick halt eben kompliziert ist. Aus dem Router OS kriegen wir halt eben alles, was wir wollen, raus. Man muss sich halt eben damit leider Gottes nur extremst beschäftigen. So, ich werde jetzt hier in mich gehen und quasi das nächste Video irgendwie vorbereiten und irgendwie mal zusehen, dass ich irgendwie switching-technisch ein bisschen Performance-Test hinkriege, damit wir sehen, ja, was kriegen wir denn überhaupt hin? Ich werde niemals hier 300 Gigabit vollkriegen. Woher denn? Wo soll ich denn die Hardware herholen? Ne? Das ist ja, kann ich mir auch nicht aus meinem Arm rausschrauben, aber irgendwie müssen wir das Ganze ja testen und irgendwie ausprobieren. Ja, ein paar Kabel habe ich ja da, ein paar SFPs sind auch schon da, alles andere kommt jetzt alles nach und nach. Bis dahin bleibt ihr aber so wie ich auch gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.